Wir öffnen erstmal. So, genau. So, dann können wir ja mal gucken, dass wir die einfach, wie du schon sagst. Mal her hier. Soll ich nur ein bisschen vorjagen? Ja, ja. Mach mit! Put, put, put! Put, put, put! Ich kann leider nicht springen, aber ich kann sprinten. Guck mal, er verpisst sich. Ach, guck mal, wir müssen die gar nicht bekämpfen. Sind eigentlich friedlich. So, dann steck die Waffe rein. So tief, dass tief eine neue Bedeutung bekommt, Benny. So viel zu Rick and Morty. Genau. Okay, also wenn wir natürlich nicht auf Konfrontation gehen müssen, dann ist das natürlich noch besser. Es ist jetzt nur die Frage, wie wir jetzt gleich das mit diesem kleinen Mini-Viech machen. Wobei, wir waren halt... Wir waren ja eh schon fast tot. Lass mich raus! Ich will hier raus! Ich will hier weg! Okay, 257 hat hier gerade mal eine kleine Theorie gedroppt irgendwie. Er sagt auch, dass er wahrscheinlich, dass er kein Spoiler ist irgendwie. Also weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, glaube nicht. Eieiei. Aber eine Theorie ist, dass der Parasit der Typ ist, den man am Anfang gespielt hat und man jetzt wen anders spielt. Da leichte optische Unterschiede sind. Und es auch Jahre auseinander liegt. Es liegt Jahre auseinander? Das kann mit deiner Theorie zusammenhängen, Benny, dass da irgendwas oben eingestürzt ist. Ja, stimmt. Dass das jetzt wirklich noch einen zeitlichen Sprung hat. Ach so, weil wir in diesem Ei draußen waren, meinst du? Ja, dass, ja, das, genau. Ah. Ja, das kann natürlich sein. Da hat sich dann angeblich in so ein Parasit verwandelt. So die Theorie. Ob das stimmt, ist wieder was anderes. Das Spiel sagt ja nicht so viel. Naja, krasse These auf jeden Fall. Steile These auf jeden Fall. Aber gut, gefällt mir. Also, wie gesagt, den zeitlichen Sprung habe ich jetzt noch gar nicht irgendwie gesehen. Ja, stimmt. Das ist mit dem Ei habe ich auch nie als. Misch das? Mach dich weg, Benny. Ja, so. Misch ist denn das? Es geht von alleine weg. Gut. Muss man nicht zum Arzt gehen, ja? Oh Gott. Schon. Das sieht halt nicht so gut aus. Okay, was passiert jetzt? Aha. Gar nichts. Uns geht's wieder nicht so gut. Was ist denn jetzt hier? Achso, oh, jetzt haben wir schon wieder Schaden. Der greift einfach in uns rein. Warum? Warum? Okay, wir haben Schaden bekommen. Ja, das ist gar nicht so gut. Okay, hier geht's nicht weiter. Nein, wir müssen in den Pott steigen. Oh, okay. Wir werden transportiert. Ja, er ist schon rechts an. Er muss sich natürlich von irgendwas ernähren. Aber das sah jetzt auch nicht wie Essen aus, sondern das sah halt einfach nur wie kreist jetzt halt einfach an in die Därme irgendwie. Mach was sauer. Naja, wir müssen uns auch dann irgendwann wieder heilen. Ne? Also, ja. Umso öfter er da reingreift. Vielleicht können wir aber tatsächlich unseren kleinen, ich nenn's mal Medipack-Käfer, irgendwie nochmal in irgendeine Aufladestation was stecken. Was? Okay. Okay. Ist der Weg jetzt frei, oder? Also, ja, zumindest hier links, ja. Also der hier. Okay. Okay. Hey, hey, ho, ho, hey, ho. Ja, ja, ist okay. Wird nur aggressiv, wenn du zu nahe gehst, ne? Oder? Wie ist das? Ja, ja, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen ganz weit weg. Gucken, wie weit er mir hinterherkommt. Gute Idee. Ich hoffe nicht. Ah, scheiße. Wir können aber auch an ihn jetzt vorbei steppen, weil er ist ja langsam. Na dann. Machen wir mal. Oder auch nicht. Aber dafür ist er sehr treffsicher. Ja. Ich kann auch nicht springen oder so. Wollen wir uns vielleicht nochmal immer heilen, bevor wir jetzt hier irgendwie... Oh, warte. Der macht... Eine Heilung macht knapp zwei, okay. Anderthalb, Alter. Das ist nicht viel, ey. Anderthalb nur? Nee, doch zwei. Hat jetzt noch zwei hochgeladen. Oh, ich mag diese... Nein, ich mag diese fliegenden Sachen nicht. Okay. Okay.
gucken erstmal hier hinten. Nee, okay, da geht's ja noch richtig weit. Boah, das sieht aus wie so eine fette Zahnarztlampe. Was passiert denn hier andauernd? Warum macht er denn hier Escape jedes Mal? Okay. Mal gucken, was jetzt hier bei uns passiert. Mit uns passiert. Okay, ist noch nicht. Geht noch nicht. Achso, nee. Würde da jetzt so ein Pott ranpassen? Von der Größe her dürftet hinhauen. Ja. Und da ist nämlich so ein Haken dafür. Da hast du recht. Okay, gut. Gehen wir mal wieder raus erstmal. Okay, hier können wir auch lang. Ach du Scheiße. Was ist das hier? Das ist so eine Ladestation für unser. Ja, das ist so eine Ladestation für unseren. Käfer. Genau. Ich weiß nicht, ob es ein Käfer ist, aber es ist halt einfach. Der lädt aber nur 4 auf, ne? Ja, aber ich kann ja nicht mehr. Also. Warte mal, nee, kann er nicht. Scheiße. Ne, naja, vielleicht ist halt einfach so. 4 ist gerade so das Level-Maximum oder was? Naja. So, kannst du hier vorne an der Bedienfeld? Links? Also da. Hier kann ich auch noch ran, ja. Okay, was passiert da? Oh, okay, wir können die Höhe ändern. Ha. Ha. Ah, okay. Und da hinten ist noch so ein Pott. Links. Da. Ja, hier. Ist nur die Frage, wie krieg ich... Das tun jetzt hier. Wie krieg ich den jetzt hier rüber? Wahrscheinlich können wir die Mittelsäule, an den der dran klemmt, noch irgendwie bewegen. Ja, gucken wir nämlich gleich noch mal. Hier haben wir nämlich auch noch was. Was wir hier mitmachen können. Ach, das war das Ding, was wir vorhin hatten. Genau. Nee, pass auf, dann können wir vielleicht noch mal eine Rundfahrt machen? Damit sich der andere, weißt du, so zirkelmäßig bewegt? Mhm, ja. Und wir ihn dann greifen können? Klingt nach einem guten Plan. Also, mehr als dass er fehlschlägt, kann doch nicht passieren. The Circle of Life. Nein. Weil. Warte mal, haben wir auf der Seite haben wir noch ein Bedienpanel? Können wir das jetzt nicht benutzen, um mit dem Greifhaken jetzt quasi den Pott zu greifen? Nee, der greift, glaube ich, nur nach links, aber wir können es nochmal ausprobieren. Ich glaube, der. Na, links, nur links geht ja nicht. Wir sind ja jetzt gespiegelt. Ja, aber der nimmt es nicht. Okay, warum? Der hätte ja vorhin uns hier quasi diesen Weg hier freigemacht. Aber da war der, glaube ich, noch im Griff drin oder so. So, warte mal. Wenn wir. Was ist das? Können wir noch eine Etage höher? Nee, jetzt geht's nur runter, okay. Okay, wir können ja. Sind wir von hier gekommen? Ja, ne? Wir können ja mal hier kurz. Ne, hier waren wir ja auch schon, ne? Ja, hier haben wir uns ja aufgeladen. Dämlich. So, hier kommen wir nicht rein. Und da kommen wir auch nicht hin. Also wir könnten jetzt nochmal hier hinten komplett gucken gehen, ob wir da noch was finden. Aber ich weiß nicht, ob das sinnig ist. Ob von hier irgendwie wie so eine Art Ort noch bekommen. Sieht aber nicht danach aus. Weißt du, der dann einfach hier so über die Schiene rüber transportiert wird? Ja. Tja, dann probieren wir draus, würde ich sagen. Aber wir können ja noch mal kurz hier rüber gehen, hier hoch gehen. Gucken, was jetzt hier ist. Nichts. Nichts. Sehr gut. Ja, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Jetzt gehen wir einfach mal nach unten, mal gucken, was wir da noch finden. Hier geradezu. Aber. Das ist trotzdem.
Achso, hier sind wir jetzt in so einem Pott. Oder was? Nee. Ist doch so ein Pott gewesen. Ja, ist halt festgekeilt, ne? Vielleicht muss man ihn irgendwie loskriegen mit irgendwas. Okay, wir gucken mal nochmal kurz hier. Ey, ich sehe es jetzt schon, dass ich mich hier komplett verlaufe. Du, also ich vorhin schon. Bin schon seit 2 Stunden komplett lost, Benny. Komplett. Okay, was haben wir hier? Was bist du? Jetzt ist die Frage, war das richtig? Also wir haben jetzt den... hello, my friend. Ja, komm mal her, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, Chameleon. Links, rechts. Aha. Nicht mit mir. Was hat jetzt hier? Kann man nochmal aufladen? Oh, jetzt würde ich mal wissen, also jetzt müsste ja die nächsten Dinge auch aufladen, oder nicht? Let's do it. Und? Ja, cool, macht er. Geil. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir zumindest... Der Knödel ist voll. Richtig. Was ist der hier oben? Kriegen wir ihn jetzt irgendwie mit irgendwas nach vorne bewegt? Okay, hier nicht. Also hier geht's nur hier weiter, okay. Oh, wieder so ein kleines Mini-Viech. Ich mag die kleinen... Oh, jetzt... Ich renne einfach nur panisch weg. Ach, guck mal, da kommt der Nächste. Lass mich doch durch! Kuppels, Alter. Scheiße. Was? Ja, was bist du denn? Ii. Okay. Jetzt schon wieder. Lass mich doch ruhig. Scheiße. Ich hasse es. Okay. Wir heilen uns mal ganz kurz. Das ist alles so eklig, Alter. Das ist alles so ekelhaft, Mann. Hat mich gar nicht geheilt. Was? So, das jetzt heilt er mich. Okay. Muss ich den Weg wieder zurücklaufen nachher? I don't get it. Okay, komm. Nächste Maschine. Transportieren die aber auch immer nur weiter höher? Okay. Okay, war das jetzt richtig? Jetzt dürfte er, glaube ich, auf der Etage sein, wo wir ihn brauchen. Oh, das war laut. Wo sind ja 2? Okay, ja, lass mich durch. Lass mich doch durch. Was? Sind wir jetzt hier wieder auf der richtigen Etage? Also ad hoc würde ich jetzt sagen, hier waren wir noch gar nicht. Nee, waren wir auch nicht. Achso! Was? Was ist das denn? Ne, wir können nicht rumlaufen. Jetzt können wir. Meinst du, wir können jetzt durch? Ja. Wir sind nur zu dämlich gewesen. Wir müssen jetzt nur warten, weil er macht es anscheinend jetzt hier in so einem Pakt. Es ist eben halt nur die Frage von wegen, wollen wir jetzt hier durchlaufen? Oder wollen wir in eine andere Etage hin? Ich würde erstmal kurz auf der Etage gucken, was man da noch machen kann, irgendwie, weil, also, man verliert so schnell den Überblick, irgendwie. Das ist ja wirklich, ja, weil man ist ja nur am Wegrennen, eigentlich. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Der Parasit. Ey, Mann!
Ich weiß jetzt auch nicht, ob er das halt beim Story-Progress macht oder ob er das jetzt halt einfach in einem gewissen Zeitintervall macht. Ich gebe mir erstmal nochmal eine kurze Heilung. Waren hier nicht vorhin noch zwei solche Viecher? Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh, fuck. Okay, jetzt kommt er hier, Alter, du kleines Mistviech, ey. Einer weniger. Da können wir nochmal aufladen. Ja, machen wir auch gleich. Aber erstmal machen wir hier. Ja, nee. Kurz aufladen. Einmal umkreisen. Dark Souls. Reicht das? Nee, reicht natürlich nicht. Ah, noch ein Pfeil. Oh Gott, einen Schlag habe ich abbekommen. Ich muss mich bald halten. Geh weg. Okay, er ist down. Oh, der wirft aber auch. Fuck. Ich bin tot? Ja. Ich dachte, ich hätte noch zwei. Ich habe keine zwei gehabt. Ey, weh, ich fange jetzt wieder ganz von vorne an. Naja, ganz von vorne. Hoffentlich nicht, aber die Frage ist, ich wüsste jetzt nicht, um welchen Checkpoint du jetzt bist. Also wenn ich jetzt wieder da bin, wo ich jetzt die Fernbedienung erstmal wieder durchdüdel, da wirst du nicht sein. Okay. Ah, Gott sei Dank. Das geht tatsächlich noch. Ja, Fernbedienung wäre also, wär krass irgendwie. Das wäre wirklich, das wäre bitter. Machen wir erstmal gleich hier, zack. Full life, weil wir müssen jetzt gleich ein bisschen kämpfen. Warte, stopp, bevor du jetzt alle triggerst, irgendwie willst du erstmal die in dem Raum erstmal, bevor die anderen auch alle kommen? Okay, wo ist er? Wo seid ihr? Okay, keiner da. Dann gucken wir uns das mal hier an, was wir hier haben. Oh. Ist das eine neue Waffe? Neue Waffe. Oh ja! Kann ich jetzt schießen? Also die Anzeige hat sich auf jeden Fall... Okay. Ich habe keine Munition. Ach, das ist eine Scheiße, Alter. Findest ja, du vielleicht okay. Da Munition... Also kann ja auch sein, dass du jetzt da auch Munition findest, ne? Das sieht nämlich anders aus, tatsächlich. Da könntest du recht haben. Das ist ein Telefon. Ach, krass. Lol, das Ding ist jetzt auch noch unsere Muni? Ja. Okay, warte, dann... Ja, jetzt hast du nämlich diese Punkte an der Seite. Okay, jetzt geht's aber ab. Ja, komm mal her. Oder auch nicht. Das ist ja eine Scheiße, Alter. Oh Gott, jetzt kommen die hier von zwei Seiten. Jetzt muss ich erstmal wieder wechseln. Oh, Scheiße. Kommen die hier aber auch wieder in... Okay, wir fangen erstmal mit den kleinen Viechern an, weil die sind am ekligsten und... treffen auch noch bescheuert. Down. So, komm her hier. Ja, als ob, ey, ich beweg mich, du dummes Mistviech, ey. Lauf weg. So, jetzt müssen wir uns gleich mal kurz heilen. Ja. Scheißegal. Hey, hey, hey! Black War! Alter, ey. Ich soll der Blitz beim Scheißen treffen, Alter, ehrlich, ey. Oh! Hier muss ich jetzt. Ey, wirklich Black War. Muss das jetzt? Okay. Alles muss leuchten. So, und jetzt ist nämlich der Zeiger oben arretiert. Der Zeiger geht jetzt nicht mit. Nee, weil ich jetzt den hier nicht bewegt habe. Genau. Ich habe jetzt auch gerade... Lol, das war so lucky und gar nicht gewollt. Ja, muss auch manchmal sein. Muss auch manchmal sein, Manny. Okay.
Ich nimm's mit. Why not? Ich habe da wirklich gar keinen Schimmer, wie ich das gerade gelöst habe. So, okay. Was ich gruselig finde, ist, dass tatsächlich irgendwie wir noch einen dritten dafür brauchen. Wird der jetzt hier reloaded da unten? So, das heißt, wir gehen jetzt. Komm ich jetzt wieder? Achso, danke. Na, wir müssten jetzt quasi hin. Immer mit dem Pott nach unten fahren. Ja, warte, ich lock den jetzt hier nur kurz rein. Ja, das geht's nicht. Oh Gott, er trifft mich gleich. Okay, doch nicht. Links, rechts. Bleib einfach da. So, jetzt will ich nämlich hier einmal durchrennen. Um da hinten das Ding einzusetzen zumindest. Ja. Und dann würde ich mal eine Etage runterfahren. Sounds like a plan. Okay. Genau, weil er macht jetzt... Ja, okay. Wir standen nämlich vorhin schon an so einem Ding dran. Stimmt, da hat man ja auch nur gesagt, oh, geht ja gar nicht weiter. Ja. So ungefähr der Wortlaut. Geht gar nicht weiter hier. So eine Scheiße. Hallo. Aber wenn wir gleich nochmal so ein Rätsel kriegen, bin ich aufgeschmissen. Das kann sein, Benni. Das kann sein. Aber wir haben es jetzt einmal gelöst. Also wir wissen, dass der Uhrzeiger quasi arretiert werden kann. Und das war ja von vornherein die Theorie. Okay, was erwartet uns jetzt hier unten? Wie sieht unser Leben aus? Okay. Wir nehmen... Wieder die Kleinen als erstes. Oh, der trifft aber auch. Ja, die sind. Bist du hier? Headshot. Wenn man das so nennen möchte. So, kurz im Kreis drehen. Noch einer. Oh, jetzt ist auch vielleicht noch zwei. Nee, ist klar. Okay, warte. Ich ignoriere euch. So weit wie ich kann. Hier war nochmal so ein Ding jetzt. Ja, ich wollte nur gerade erstmal kurz weiter ja, damit. Ja. Juhu. Sehr gut. Ich hab keine Ahnung. So, ist er jetzt auch wirklich tot gewesen? Guck mal ganz kurz, wie viel Leben haben wir noch? Wir laden mal kurz nach. Ja, glaube auch. So, die dürften sich hoffentlich jetzt beruhigt haben. Doch mal frag dich, wenn wir jetzt an so einem Bedienpanel sind, irgendwie, ob die dann quasi uns gegenüber, also ob die uns treffen. So, na Benni, jetzt wisst ihr, wie geht. Nee, jetzt ist es nämlich auch anders. Ja, aber das Prinzip ist ja klar. Pass auf, jetzt wäre, wenn der... 3000 Jahre später... Leck mich allesamt, Alter, wer hat den gelündet? Blackwalk. 3000 Jahre später. Wirklich? Ich sag mal. So. Kacke, normalerweise... Also, ja, egal. Kings Clap. Wir haben es hingekriegt. Kings Clap. Oh. So, jetzt rennen wir wieder hier zurück. So, und dann haben wir alle Schlüssel. Natürlich. Ah, er läuft wieder zurück. Okay, er lässt mich. Ja, jetzt haben wir eigentlich wieder alle Schlüssel. Meine Güte, clap. Fieser Wicht, ja, Superbrain, genau, so sieht's aus. Ich würde sagen, nein. Hierhin? Ja, ne? Mhm. So, und jetzt Gott. Bin ich halt gespannt, was passiert. Irgendwie, ob er jetzt halt wirklich sich einen Pott komplett rumzieht. Ja, das wäre jetzt. Ob einfach nur ein Licht anjiet irgendwo. Eine Etage. Ja, pass auf, der wird jetzt ganz unten, wird es jetzt freigeschaltet werden. Na, ja, das schiebt den unten weg, ne? Ja. Zu zwei Seiten vor allen Dingen auch. Ja, das heißt, wir haben jetzt da wieder was Neues zu erkunden. Yeah. Aber heißt ja noch nicht, dass wir den Pott rüberkriegen. Naja, doch, ist schon die Frage, ne? Wenn wir jetzt unten einen Mechanismus haben, irgendwie der diesen Greifhaken, irgendwie diese Verankerung löst. Der, ach so. Der so zuschnollert ist, denn ja. Na, jetzt machen wir erstmal Fahrstuhl. Wie sieht überhaupt unser Leben aus? Wir könnten uns noch einmal kurz hier Energie geben.
Jo, erstmal nochmal so ein Schnodderbärchen. Jo. So, jetzt bin ich gespannt. Kommen wir erstmal hier kurz raus. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Oh, neue Maschine. Mhm. Ach so, jetzt nimmt er den von da und packt... Ah. Stell dir mal vor, einer von uns beiden hätte das Spiel alleine gespielt. Bei den Rätseln. Ja, hätte länger gedauert. Ja, oh, also bei mir auf jeden Fall. So. Und jetzt können wir den greifen quasi. Genau, jetzt ist es, glaube ich, ist das der hier, ist der Greifer, oder? Ich glaube ja. Natürlich nicht. Nein. Selbstverständlich ist es der Fahrstuhl. Mit dem wir jetzt nochmal runterfahren. Es fehlt ein Applaus-Sound. Ja, der wird hier nicht so häufig benutzt und benötigt auf dem Kanal hier. Für Applaus ist eigentlich selten hier. Wir bräuchten eher so einen Song-Sound noch. Ja, also ich finde schon, die 3000 Jahre später ist schon... Der kann hier sehr häufig benutzt werden. Oh ja. So, jetzt greifen wir den hier. Und packen den. Genau. Ne, wir packen den nach oben. Ja. Nach da packen wir den nämlich ja gar nicht. Das heißt, wir gehen hier raus. Müssen jetzt Fahrstuhl fahren? Oder? Ja, ja. Und dann können wir uns oben quasi das Kuscheltier abgreifen. Genau. Und jetzt können wir wieder hier ran. Boah, was ein Arsch auf Riss, Alter. Was ein Arsch auf Riss. So. Und jetzt haben wir den Pott da drin. Was jetzt? Ach so, jetzt können wir den Pott... Ja, okay, verstehe. Hm, ja, ja, ich erinnere mich. Gott, mein Kopf. Benni, das Spiel zielt auch darauf ab irgendwie. Ne? Jetzt müssen wir nämlich den hier nach da drüben wieder packen, ne? Oh Gott. Ja, aber das ist wirklich so, ne? Kopf ist einfach... Ich bin komplett... Dude, so geht's uns allen. Ganz easy, Vinny, wirklich. So, gut. Im Chat ist auch nicht einer, der jetzt sagt so, na, ich hab jetzt schon sofort gewusst, was passiert, irgendwie. Ja, ja, das hätte man jetzt wissen müssen, Freunde. Das Backseat Gaming kommt noch. Leg mal meine Hand für uns vorher. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo geht's denn jetzt hier hin? Okay, außer Herr Junger ist halt einfach fucking clever.